Immer schön anspannen am Strand, immer schön anspannen. Das ist Bodybuilding! Ich bin nicht behindert, ich habe einen Muskelkater. Und wehe, ihr lacht jetzt. Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten. Ich liebe diesen Scheiß. Oh, geht noch. Oh, da geht noch was. Oh, fuck. Fuck. Das ist schlimmer als Kniebeuge. Bizeps-Curls. Nautilus ist in dem Fall kein U-Boot. Das sind Maschinen von Arthur Jones konzipiert. Ich mache jetzt einen Pitfall-Satz. Leg Extensions. Zu Ehren von Carsten Fitzreuter. Jeppa! Come on, Arthur Jones. Zwei. Oh. Wow, scheiße. Drei. Vier. Oh. Und der letzte. Oh. Ich werde tagelang nicht laufen können. Ich bin nicht behindert, ich habe einen Muskelkater. Mein Pitfall-Satz an reversen Beinbizeps hast du verpasst. Ich habe mein schlechtes Gewissen, wenn ich für den Oberkörper mehr mache als für den Unterkörper. Ja, so ist das. Kein Disco-Bumper. Kann keiner sagen, dass ich nicht wenigstens versucht hätte. Das ist Bodybuilding! Zwei Millimeter hier und dann drei hier. Wahrscheinlich fragt er sich, was will er bei mir? Mal sehen, was er macht. Und wehe, ihr lacht jetzt. Ich weiß noch nicht, warum er mal zwischendurch kennt. Was kämpft ihr denn da? Ja, mir ist sonst immer so warm unter der Riesenmatte. Das ist ein Frischmäder. Was schön eincremen. Das jetzt scheiße, Fleischmütze. Guck mal meine Augen. Die sind so rot vom Beintraining. Sieht auch aus, als hätte ich gekippt oder so. Oder beim Chlorwasser gewesen. Und hier Bart, machen wir auch noch. Ein bisschen sauber, ein bisschen. Schön. Und ich verstehe da mich. A little bit. Just a little bit, a tiny bit, ja. Yeah. Können wir ein bisschen knutschen, Schatz. Soll ich meine Haare nochmal waschen lassen? Mit Gel oder ohne Gel? Also alle Friseure da draußen. Chantal, wenn du das gesehen hast, nimm dir ein Beispiel an die Bursche. How much do you get? Come. Du hast das Geld, mein Schatzi. Meine Frau wartet übrigens die ganze Zeit, obwohl die schon einen mega Knast hat. Direkt nach dem Training. Vielen Dank dafür übrigens. Leute, wir sind gerade im Aquapark. Also die ganzen Rutschen, die machen mich ganz schön fertig, aber. Seht ihr das? Habt ihr das erkannt? Sportsfreunde, soeben das Frühstück beendet. Zack, gleich ins Wasser gesprungen. Jetzt lässt sich auch die Sonne ein bisschen blicken. Eigentlich wollten wir heute früh schon um 7:30 standen vom Studio, weil wir vor dem Frühstück eigentlich noch pumpen wollten. Ging aber nicht, wenn es das Wochenende und da macht das Studio erst um 10 Uhr auf. Genug Essen, genug Schlaf. So what?
Fragen dazu. Fuck. Das blöde Sonnenöl vom Strand noch über der Haupt. Da kann nichts atmen. Furchtbar. Ich habe jetzt einen Hardcore-Satz Latzen gemacht, einfach Gewicht drauf. Bei 15 Wiederholungen insgesamt geschafft. Die zwei Aufwärmsätze mache ich noch ohne Absetzen, also flüssige Bewegung, um richtig Blut reinzuschicken. Und dann geht's mit den Pizzas los. Mein Frühstück ist noch lange von verdaut worden sein entfernt. Oh, fleischige Latz. Ich will auch mal einen Rücken haben. Und die dicke Taille irgendwie kaschieren. Ich liebe diesen Scheiß. Auch wenn es nur Bodybuilding ist. So, 6, zieh mal durch. Ich habe gerade festgestellt, dass Carsten früher ein richtiger Bodybuilding-Assi war. Aber so viel schlimmer als alle anderen zusammen. Und er dachte gerade selbst, gegen mich war KLS noch nie peinlich, hat er gerade gesagt. Ja, KLS oder Markus Rühl, die waren noch nie peinlich, ja. Ehrlich. Oder Piana oder wie die alle heißen. Ja, Markus Rühl ist ja jetzt nicht peinlich, aber viele kreiden ihm. Ja, mit Rülpsen und Furzen und so ist er jetzt nicht unbedingt. Das war mal eine Zeit lang Standard in den Studios. Ja. Das war einfach, das gehörte dazu. Ne? Und sich beim Training verkleiden und Kopftücher auf, mit Echsen rumschmeißen. Das war so, das gehörte zum Spaß dazu, ne? Das gehörte mit zum Training. Sich gegenseitig Klamotten vom Leib reißen, mit Klamotten duschen, mit Wasser rumspritzen, rumschreien wie im Affenstall. Ne? Wie beim Catchen, Ultimate Warrior oder diese Leute. Ne? Man hat sich so benommen. Ne? Also ich glaube einfach, wisst ihr, was das Ding ist? Das gehörte zu diesem Spaß dazu, ne? Ich bin ja ein bisschen jünger als der Carsten und zwar genau 10 Jahre jünger als du. Ja. Ja. Glaube ich. Mhm. Und das sind einfach die 10 Jahre, die mir da fehlen. Genau. Ich finde es irgendwie schade, jetzt diese ganzen Ketten, dieser Spaß, den wird es da nie geben. Ne? In den Ketten ist es sehr steril. Es ist natürlich schön, dass es so große Ketten gibt. Ne? 24 Stunden auf, tausend von Maschinen, tausend von Leuten. Die Möglichkeiten sind irgendwo gigantisch. Und es gibt YouTube. Ja, aber diesen Spaß, und den wird dir jeder Kraftsportler bestätigen, der in den 80ern angefangen hat, den gibt es nicht mehr. Ne? Den gibt es halt noch in den kleinen Keulerbuden jetzt, sagen wir, vor allem im Powerlifting-Verein, wo Leute auch noch rumgrölen und mit Magnesia oder sich hin auf den Kopf hauen und so Sachen. Ne? Ja, ist ja so. Ne? Das war der Hammer, ne? Ist schon mal voll. Wie in so einem Irrenhaus, wie in so einem Affenstall. Du kannst dich benehmen wie der letzte Mensch. Das war ein Irrsinnsspaß. Ne? Und alles bei völlig klar nüchternem Verstand. Das ist das Schöne. Wir hatten so alle gerade mal einen 40er Arm oder was. Man dachte schon, wer der König. Ne? Aber man hat sich benommen wie King Kong. Ne? Als ich Dorian Yates Video gesehen habe, Blood and Guts, habe ich mir gesagt, genau so eine Bude möchte ich haben. Ne? Mit so einem Geschrei, mit so einer Atmosphäre. Pure Motivation. Und im Prinzip machen wir mittlerweile auch nichts anderes mit unseren Videos. Bloß, weil wir uns den Art of Reisen im Studio uns anschreien, heißt das, und das sage ich nochmal, noch lange nicht, dass wir jedes Mal so trainieren. Ihr könnt nicht jedes Mal hundertprozentig Vollgas geben. Das ist unmöglich. Wir sind nur Menschen und keine Maschinen. Wahre Kraft ist sehr leise, trainiert sehr ruhig. Die stärksten Athleten, die ich kennengelernt habe, haben so leise trainiert, da hättest du bei Nickerchen machen können. Das Kokos. Kokos mit Gainer und der ist Exotik. Ist gemixt. 4 Esslöffel. Du trinkst Gainer, ja? Ja, ich trinke Gainer. Wegen der schönen Kohlenhydrate, wegen dem Zucker, dem Bösen, den ich auch für ein paar Euro im Supermarkt kaufen kann, statt dem Gainer. Nur mit dem Unterschied, also, dass für mich das ja nichts kostet hier. Der junge Mann, hätte ich fast gesagt, der ist ein schlechter Esser. Carsten ist ein schlechter Esser. Ne? Ist so, nein, ist ein Fakt. Nein, ich habe nur keine Ist so ein bisschen wie Jasper. Ne? Nee, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab. Also wir hatten gar kein Thema. Doch, wir haben kein Thema. Wir sind hier, wir machen hier einfach nur Trash-Talk. Das Thema, dass jedem jungen Menschen
der heutzutage in so einer großen Einrichtung trainiert ist, wünschen würde, dass er sich genauso mal gehen lassen könnte, wie wir es halt in den Anfängen des Sports gemacht haben. Das Thema, jetzt lenk dich wieder auf diese Kacke her. Ne? Reden wir gleich nachher noch über Aminosäuren, Proteinshakes und Wertigkeiten und Firmen und Subs, das ist nicht mal ein Thema. Ist nicht dein Thema? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich von Best Body. Gibt's überhaupt nicht auf der Insel. Das Problem bei den Fitness-Typen von heute, nehmen wir jetzt mal Karl S. jetzt. Na, ich habe, wie gesagt, nur ein, zwei Bilder von dem gesehen. Ich weiß nur, dass er da irgendwie rumschreit und Spaß hat. Ja. Aber in 10 oder 20 Jahren sieht er das alles ganz anders. Ja. Die Entwicklung und Weiterentwicklung des Menschen ist ja... Ja klar, die ist ganz normal und natürlich. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Punkt. Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz wichtige Faustregel. Wenn ich von etwas nicht Ahnung habe, nicht ich auskenne, suche ich mir jemanden, der sich damit auskennt, belese mich vorher oder ich halte einfach die Fresse. Aber da sind wir wieder bei der Thematik, jeder denkt, er wäre der geilste Stecher und jeder meint, sein Furz stinkt am besten. Und da sind wir wieder in unserer Branche, wo jeder ja Personal-Trainer, Experte, Seminarleiter, funktionell Supercoach, Guru, hast du nicht gesehen, ist, ne? Guru, ja, Guru ist ein neues Wort. Guru, ne? Guru ist neues Wort. Ich ein super. Ihr wisst ja, der Carsten hat eine totale Scheibe. Der ist ja Comic-Fan. Und ich stehe mitten auf der Straße und der Carsten sagt, hier, halt mal, ich zeig dir was. Und der spinnt. Aber zu Recht. Ich lasse den Wagen stehen. Ich lasse den Wagen stehen, komm.